Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Was ich an einem Tag alles esse Video. Und ja, an diesem Tag zeige ich euch auch mal, was ich an dem Tag so gemacht habe. Und ja, an dem Tag bin ich auf nüchternem Magen laufen gegangen, weil ich den Abend davor eine kleine Cheat Night hatte. Kleiner Spoiler hatte ich an dem Tag auch. Und ja, irgendwie habe ich angefangen, das Laufen lieben zu lernen hier in Australien. Und ich habe auch so krass geschwitzt an dem Tag. Wir hatten auch eine ziemlich hohe Luftfeuchtigkeit. Und ja, ein bisschen disgusting, aber hier seht ihr einfach meinen Schweiß. Und genau, der Lauf war, keine Ahnung, 20 Minuten vielleicht oder so, nicht allzu lang, vielleicht auch 30 Minuten. Und danach habe ich erstmal ein Glas Kokosnusswasser getrunken. Und ja, mir dann Frühstück gemacht. Einfach Haferflocken mit einer Sojamilch aufgegossen, die einen ziemlich hohen Proteinanteil hat. Und dann hatten wir nicht so viel Obst da, deswegen habe ich mir ordentlich Blaubeeren da reingehauen. Und dann habe ich jetzt im Kühlschrank noch Kokosnussjoghurt geholt, um dem Ganzen noch ein bisschen mehr Geschmack zu geben. Der hat auch keinen Zucker, bin ich auf jeden Fall der Meinung. Und ja, davon habe ich dann nochmal 2 Löffel zu den Haferflocken gegeben. Und das Ganze dann umgerührt und ein bisschen ja, ziehen lassen sozusagen. Und davor halt ein paar Weintrauben gesnackt, weil ich meinen Tag einfach immer mit Obst starten muss. Anders geht es nicht. Und dann hatte ich noch so ein paar Müsli-Reste. Das war von so einem Unverpackt-Laden mit Goji-Beeren und so weiter. Habe ich mir noch drauf gegeben. Und ja, dann 2 Stunden später habe ich mich auf den Weg gemacht in die Stadt. Da war ich gerade im Bus, tut mir leid für die Hintergrundgeräusche, das fällt jetzt gerade auf. Da habe ich dann meine Freundin getroffen. Sie kommt aus Minnesota. Und an dem Tag hatten wir nicht ganz so gutes Wetter. Das war für die australischen Verhältnisse ein bisschen kälter und bewölkt. Da sieht das Opera House. Und genau, da sind wir im Bathroom von einem Museum. Da wollte ich euch ein kleines Outfit of the Day zeigen. Hat wahrscheinlich wieder einen Wert von 30, 40 € mein Outfit, aber kein Ding. Und mein Make-up of the Day, ich hatte keins drauf. Genau, und dann sind wir ins Museum gegangen, ins Contemporary Museum von Andy Warhol. Oh mein Gott, ich bin so schlecht. Auf jeden Fall war das moderne Kunst und ja, das war ganz schön, was gemacht zu haben an dem Tag, aber weiß ich nicht, irgendwie begeistert mich moderne Kunst nicht so stark. Manche Sachen finde ich einfach so ein bisschen random. Da finde ich das irgendwie beeindruckender, wenn man sich andere Kunstepochen anschaut und ja, die dann einfach richtig plastisch und authentische Gemälde haben. Aber so viel dazu. Hier seht ihr nochmal die Harbour Bridge. Und ja, genau, das ist einfach so der Hafen. Und die ganzen Skyscraper, die da in Sydney sind. Und ja, dann haben wir uns auf den Weg in ein Café gemacht, was ich über Instagram gefunden hatte. Und haben da dann zu Lunch gegessen. Und ja, das Café war nicht ganz vegan, das hatte aber ein paar vegane Sachen an der Karte. The Vegan Treat habe ich mir bestellt. So ein, ja, veganes French Toast, seht ihr aber gleich. Und dann noch ein Kakao mit, ich glaube, Mandelmilch war das. Und meine Freundin hatte sich so einen Saft bestellt. Und ja. Dann kam auch schon das French Toast, was richtig geil war, mit gebratener Banane, Erdbeeren und Bananeneis und Agavendicksaft. Also gar nicht mal so krass ungesund, aber ja, hat mich auf jeden Fall sehr satt gemacht. Dann bin ich nach Hause gegangen. Da wohne ich direkt am Wasser. Und ja, ein bisschen Musik gehört noch auf dem Weg. Und an dem Tag habe ich auch ein bisschen gearbeitet. Die Kinder kamen erst einen Tag später nach Hause, weil die im Urlaub waren. Ja, aber da habe ich halt für den Vater und wir haben später noch Besuch bekommen, gekocht, beziehungsweise schon mal Gemüse vorgeschnippelt. Und ja, dann habe ich ein bisschen geweint. Ich war ein bisschen traurig an dem Tag. Nein, Spaß, ich habe nur Zwiebeln geschnitten. Kleiner Joke zwischendurch. Und ja, dann habe ich noch ein Video geschnitten für euch. Ein Storytime-Video, das kommt aber wahrscheinlich erst nach diesem Video raus. Und da seht ihr mal meine Schritte. 11.000 hatte ich an dem Tag schon gemacht, ohne dass ich mit dem Hund gegangen bin. Das musste ich nämlich auch noch machen. Und ja, das ist der Hund. Smudge ist sein Name. Und der ist immer ein bisschen excited, wenn es raus zum Spazierengehen geht. Und ja, meistens gehe ich mit ihm so 20 bis maximal 30 Minuten. Also echt nur eine kleine Runde. Aber ja, das habe ich dann gemacht. Dann bin ich mit ihm zum Strand gegangen.
und nochmal schön an die frische Luft gekommen. Und danach hatte ich ein bisschen Hunger und habe mir dann ein bisschen Rohkost geschnitten, Paprika, Möhre und Gurke. Und dazu gab es zwei Hummus-Dips, einmal so ein Tomate-Hummus-Dip und einmal noch Pumpkin-Hummus. Und dann habe ich ein Glas Weißwein getrunken, weil wir ja Gäste da hatten und die haben halt auch getrunken. Aber nur ein Glas. Und dann habe ich Ratatouille gegessen, also einfach diese Reismischung mit dem Gemüse und einer Tomatensauce. Und ja, an dem Tag war ich dann noch ein bisschen hungrig. Ich, keine Ahnung, habe einfach nicht so viel Kalorien, glaube ich, im Ganzen gegessen. Egal, man muss gar keine Ausrede dafür finden. Und deswegen habe ich aus dem Deutschland-Paket genascht, was ich von meiner Familie bekommen habe zu Weihnachten. Und genau, am Vorabend hatte ich halt schon die andere Hälfte genascht und da habe ich euch ein bisschen was erzählt, wie der Abend war, weil auch Veganer zu uns zum Essen kamen. Der Bruder von meiner Gastmutter ist nämlich vegan, was relativ cool ist. Und ja, da habe ich mir dann Sojamilch geholt und da dann die Oreos eingedippt und das dann gegessen. Sorry für die Hintergrundgeräusche. Und ja, das war alles, was ich an dem Tag gegessen hatte. Also ich habe alles gekillt, die Oreo-Kekse, die Schokoladentafel und ja, die Trolleys, von denen hatte ich noch ein bisschen was. Aber ja, bis zum nächsten Video.